Zukunft in Dorado. Und damit herzlich willkommen hier zum ersten Part von Let's Play Overwatch. Wir befinden uns in Mexiko. Ole! So, wir spielen Angreif, deswegen würde ich sagen, wir probieren es erstmal. Hallo! Alles klar. Wir probieren es erstmal mit Junkrat. Der ist echt nice. Und los geht's. 5, 4, 3, 2, 1. So, und es geht los. Ich bin gleich schon direkt tot, wie es aussieht. Muss ich mir ganz schnell heilen gehen. So, perfekt. Da haben wir uns mal eben geheilt. Die belagern uns ja hier schon direkt. Das ist alles ein bisschen gefährlich hier, kann man sagen. Einfach mal die Granaten spammen. Könnte hilfreich sein. Übrigens eine meiner Lieblingsmaps hier, die ist echt Knorke. Oh verdammt. Ja, war klar, ich war da nicht achtsam. So, und weiter geht's jetzt hier. Wenn ihr übrigens mal mit uns spielen wollt, dann schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr bei Battle.net heißt. Dann kann man bestimmt was einrichten. Mein Team ist ja auch nicht am Dominieren, das ist schön. Perfekt, der ist weg. Kleinen Treffer eingesteckt, aber geht. So, mal kurz eine Bombe. Okay, ist nichts los. Aber hier! Der pinke Drecksroboter. Verdammt. Das ging nach hinten los. Die hat sich eben gerade selber weggesprengt, so. Gut, wir haben den ersten Checkpoint erreicht. Das heißt, öffnet das Tor. So, weiter geht's. Mal kurz hier die Ulti einsetzen und Tempo. Ungefähr hier einen wegholen können. Perfekt. Direkt zwei geholt. Ich hab dich im Visier. Nice, nice, nice. Nachladen und Tempo hier, zack. Gib ihm. Immer schön drauf. Der hält halt ein bisschen mehr aus als andere. Gut, da haben wir. So, da hinten ist noch einer. Oh, 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 da muss ich kurz mit Deckung gehen. Mach ich mal kurz eine. Oh, hier ist schon direkt der Checkpoint. Das sollte keine große Sache mehr sein, also es. Jawohl. Komm, das kriegen wir hin. Wo ist er? Ah. Direkt eliminiert. So, und durch das Tor. Jawohl. Mal gucken, ob ich noch einen erwische hier. Das könnte. Ja, komm, den nehmen wir mit. Easy going. Solche Runden machen Spaß, wenn echt alles klappt. Oh, jetzt sollte mich mal vielleicht heilen. Mal gucken, ob ich irgendwie sneaky was finde. Ja. Sehr schön. So, der ist weg. Da hinten ist. Der ist ein bisschen eine Nummer zu groß für mich gerade. Kann nicht mehr so viel leben. Jo, den haben wir. Wo
Da kommt der rote Drache. Oh, 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 oh. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Der ist. Mit dem ist echt nicht zu spaßen. Okay, da hinten. Schnell mal kurz eine Bombe ran. Bam. Das war auch easy going hier. Oh, oh, oh. Das war nicht so klug gerade hochzulaufen. Ah, wir haben gewonnen. Sehr schön. Da ist auch mal direkt der Sieg. Highlight. Da habe ich jemand aus unserem Team gewesen. Okay, für mich kann man nicht werten. Na gut, dann gehen wir erstmal hier unserem Kumpel erstmal. Längste Killstreak. Da haben wir ordentlich ein bisschen XP bekommen und ich würde sagen, direkt ins nächste Match hier. Nächste Runde, neues Glück. So. Diesmal sind wir am Verteidigen hier in Mexiko. Deswegen nehmen wir hier erstmal Chorbion. Der könnte uns ganz hilfreich sein mit seinem Katapult. Ich meine natürlich sein Geschütz, aber los geht's. Wir müssen noch Spieler warten. So, und jetzt geht's los. Wir nehmen wieder Chorbion. Tschakala, la la. La 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 la. Ole! So. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Richtig so. Und ab geht's. Wir müssen jetzt zusehen, dass die Fracht nicht ans Ziel kommt. Also eben das Gegenstück von eben gerade. Das ist immer ganz amüsant. Einmal verteidigen, einmal Angriff. Ja. Ist eigentlich auch ganz fair alles. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Eben ohne mich kannst du gehen. Ich hab große Pläne mit dir. So. Was? Das Geschütz steht und ist auf Level 2. 10 Sekunden geht's los. 9. Mal sehen, ob wir dem mächtig sind. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer näher. Oh, da haben wir den ersten geholt. Oh, mein Geschütz geht ab, würde ich sagen. Wo denn? Einmal einen Treffer eingesteckt. Oh mein Gott, passiert. Die haben noch nicht einen Meter mehr gemacht und wir stehen immer noch hier im Verteidigen. Das Geschütz war, glaube ich, in dieser Situation die richtige Wahl. Kann ich für mein Geschütz neue Teile suchen, dann hat das mehr Leben. Kommt da nur gerade nicht hin. Das Coole ist natürlich, dass er auch hier alle die Position hält. Das ist, glaube ich, jetzt. Wenn du das, ist es eine einfache Runde. Also, da haben wir echt Glück. So, ich krieg ja einen Kill nach dem anderen. Okay, jetzt. Verdammt, scheiße. Hat er uns von hinten geholt. Keine große Sache, das kriegen wir wieder hin. Der hat immer noch nicht einen Meter gemacht. Und ja. Mein Geschütz geht jetzt ab. Deswegen mal kurz die Ulti geused, aber wir können es ja nochmal neu drauflegen. Drauf bauen. Oh, die sind gerade. Die machen gerade Meter. Das ist nicht erfreulich. Kommt keiner vorbei. Oh. Dann baue ich hier oben das nächste hin. So. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Mal gucken, ob hier hinten was zu machen ist. 2 Minuten noch. Treffer nicht. Verdammt. Jawohl.
So, den habe ich. Zwei Minuten haben sie noch. Oh, verdammt, das könnte knapp werden. Jawohl, der ist tot. Ich muss doch gerade diese Dinger hier einsammeln. Was ist das denn, Mann? Was ist das denn? Oh Gott, der geht ja richtig ab. Verdammt, okay. Das kriegen wir hin. Eine Minute noch. So, das Geschütz steht wieder. Ist immer map-abhängig. Wenn es so eine Situation hier ist, dann ist es ganz optimal, so ein Geschütz aufzustellen. Aber es kann natürlich auch mal nicht so vorteilhaft sein. Das ist ja immer. Das Geschütz, das ist immer schön ausblicken hier. Das ist immer echt praktisch. Mann, das gibt's doch nicht. Okay, wir müssen jetzt echt aufpassen. 40 Sekunden noch und die haben nur noch ganz bisschen Platz. Mein Geschütz steht aber noch. Das ist natürlich schön. Okay. Das war's dann mit dem. Ah nee, es steht immer noch. Aber ich glaube, es ist nicht mehr Level 2. Ah doch, ist es noch. Oh Gott, 20 Sekunden noch. Leute, das kann was werden. Zehn Sekunden noch. Und ich bin tot. Mein Geschütz ist auch kaputt. Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Kriegen wir es hin? Jawohl. Ja, da ist das Ding, Jungs. Sieg. Jawohl. Sehr schön. Und da sind wir ganz rechts. Mann, nice. Highlight des Spiels. Zaius. Ja gut, der hat echt gute Arbeit gemacht, das kann man nicht anders sagen. Der hat da ja unser Geschütz die ganze Zeit beschützt. Hat er gut. Oh. Ich vote erstmal für mich selber. Ja. Wahrscheinlich wird der bewotet. Weil er irgendwelchen Schaden geblockt hat. Ich fand mich irgendwie besser. Aber na gut. Freunde, ich würde sagen, das war der erste Part. Wir wollen ja nichts übertreiben, nichts überstürzen. Mal sehen, wie ihr den fandet. Mal gucken, wie er bei euch ankommt. Ja, ich würde dann sagen, schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Vielleicht ein paar Tipps für mich und bis dann. Ciao, ciao.